Andreas Galau steht vor mir. Stellen Sie sich vor, wer sind Sie, was machen Sie und wo wollen Sie hin? Ja, also mein Name ist Andreas Galau. Ich bin aktuell im Landtag vertreten. Ich bin hier Kreisvorsitzender auch in Oberhavel für die AfD schon seit 2013. Seit 2014 im Landtag, seit 2019 stellvertretender Landtagspräsident. Gut, das bin ich jetzt offiziell noch für ein paar Tage. Dann werden die Karten ja neu gemischt. Ja, wo wollen wir hin? Natürlich, die AfD möchte stärkste Kraft hier in Brandenburg werden. Das ist ganz klar das Ziel. Also mein persönliches Ziel, wir müssen auf jeden Fall sehen, dass wir die sogenannte Gestaltungsminorität bekommen. Ich möchte ein Drittel der Sitze sehen hier bei uns im Land Brandenburg, um dafür zu sorgen, dass die anderen Parteien jetzt auch endlich mal mit uns reden müssen. Denn es gibt genug zu tun hier im Land, es gibt genug, was im Land verbessert und geändert werden muss. Und das können wir nur erreichen, indem wir auch die anderen Parteien mehr oder minder endlich mal an den Verhandlungstisch mal zwingen und ziehen, um die Dinge eben umzusetzen, die eben so notwendig sind hier im Land. Im Moment haben wir ein Umfragehoch von 29 für die AfD, 26 für die SPD. Also wird es wieder knapp. Mit wie viel Prozent rechnen Sie? Also ich sage mal, das Potenzial für 30%, 31% ist auf jeden Fall da. Wenn es mehr wäre, dann wäre es natürlich großartig. Interessant und spannend wird im Übrigen noch, wie viele Wahlkreise wir hier in Brandenburg holen. Das kann nur sein, dass wir mehr Wahlkreise im Land hier holen, als uns nach der Zweitstimme letztendlich prozentual eigentlich an Sitzen zustünde. Das wird also nochmal eine ganz interessante Angelegenheit. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Wir hatten ja schon mal Ende letzten Jahres irgendein Institut hat uns sogar mal auf 34% schon taktiert. Man sieht also im Prinzip, da ist noch Luft nach oben, definitiv da. Nur gucken wir mal, ne, was an Umfragen immer gestellt wird, was nachher wieder rauskommt. Naja, also ich sag's mal so, alles, was uns in Richtung des einen Drittels der Sitze bringt, damit wäre ich schon mal erstmal sehr zufrieden. Also die Sperrminorität. Ja. Eine andere Frage. Wir sind immer ein bisschen kritisch, wenn wir nachfragen. Soll vielleicht auch so sein. Wir haben ja hier jetzt viel gehört, was für Fragen gestellt wurden, was für Antworten gegeben wurden. Wir sehen es jetzt in Thüringen. Für die meisten Menschen im Land heißt Thüringen eigentlich, dass es nur eine repräsentative Demokratie ist, weil die Demokratie wird nicht ausgeführt. Hätten wir eine richtige Demokratie, wäre Herr Höcke Ministerpräsident und die AfD würde mit der CDU zusammen regieren und würden jetzt schon am Tisch sitzen. Wie sehen Sie das Ganze? Wir können darüber reden, über Demokratie. Wird die Demokratie nicht seit Jahren oder seit Jahrzehnten in Deutschland mit Füßen getreten? Naja, wir erleben jetzt eine Pervertierung eigentlich der Demokratie. Also laut Recht und Gesetz ist ja das, was aktuell läuft, ist es ja rechtmäßig. Es ist ja nicht gesetzeswidrig, was dort passiert, aber es entspricht natürlich nicht dem Wählerwillen. So, und da müssen sich natürlich die Altparteien, die Kartellparteien selber mal kritisch anschauen und überlegen, ob das, was sie da tun, letzten Endes nicht zu einer Erodierung der Demokratie und vor allem auch, sage ich jetzt mal, des Vertrauens der Menschen in die Demokratie führt. Die Parteien vergessen immer, für wen sie eigentlich da sind. Also man hat immer wirklich den Eindruck, alles, was sie tun, das machen sie eigentlich erstmal für sich selbst, bevor sie da an Menschen denken. Und vor allem fragt sich, an welche Gruppen von Menschen sie denken. Und das ist etwas, was uns immer wieder befremdet, weil wir sagen, wir treten noch an, um dem Land was Gutes zu tun, um die Dinge im Land zu verbessern. Und ja, das müssen sich die Altparteien halt wirklich mal selber durch den Kopf gehen lassen. Für uns ist es letzten Endes eigentlich ein schmerzhafter Prozess zu sehen, dass das Land eigentlich ruiniert wird, nur weil mit die Altparteien ihren Willen durchsetzen können, um sozusagen gegen uns die Brandmauer aufrechtzuerhalten und ja, gegen den Wunsch der Bevölkerung regieren. Eine andere Frage, wir hatten jetzt schon Herrn Hünig am Mikrofon, wir hatten Herrn Bernschen am Mikrofon und haben immer die gleiche Frage gestellt, die eigentlich das Land so ein bisschen interessiert, seitdem es so aufgekommen ist als Theorie. Sie hatten die Fragen vorhin auch schon mit der Souveränität Deutschlands. Wir können jetzt über die Souveränität Europas, wir können jetzt über die Souveränität eines Mitgliedstaates sprechen. Sind wir denn in Deutschland wirklich souverän und neutral, wenn wir uns Deutschland angucken, die letzten 80 Jahre? Die Frage haben wir die BN auch gestellt. Ja, schon der verstorbene Finanzminister Schäuble hat ja schon gesagt, Deutschland ist seit 1948 eigentlich nicht oder 49 eigentlich nie souverän gewesen. Und das ist ja auch so. Deutschland ist nicht souverän, weil viele Entscheidungen können wir halt schlichtweg nicht aus eigenem Interesse heraus fällen.
ohne dass uns letzten Endes ein großer Bruder, ich sag's mal so, da letzten Endes nicht immer wieder in die Suppe spuckt oder uns notfalls sogar eine Pipeline wegsprengt. Das sind natürlich Dinge, das ist ein unhaltbarer Zustand und davon wollen wir definitiv weg. Wir möchten sehen, dass Deutschland über kurz oder lang tatsächlich seine Souveränität auch erlangt. Das heißt ja nicht, dass wir nicht bereit sind, mit anderen Ländern friedlich und kooperativ zusammenzuarbeiten. Jetzt doppelt gemoppelt, aber Sie wissen, was ich meine. Ne? Also dementsprechend natürlich, ne? Also weltweite Kooperation, Handel und Wandel, Frieden ist eine ganz notwendige Angelegenheit, aber sowas muss man immer auch aus der Position der Stärke heraus verhandeln. Denn letzten Endes geht es darum, wir leben hier. Hier leben die Menschen, für die wir arbeiten und die erwarten, dass wir halt auch einen guten Job machen. Genau, richtig, weil Sie ja auch die Themen der letzten 4,5 Jahren angesprochen haben und jetzt für Ihre Themen nehmen, was ja auch wichtig ist, das interessiert die Menschen. Wir haben von Frau Weidel nur eine private Aussage von Ihnen oder als Landesvertreter gehört, auf die Frage, ob sie nächstes Jahr schon bei der Bundestagswahl nach vorne gehen wird, hat sie geantwortet, sie denkt nicht erst 2029. Sie würde ich gerne fragen, wie stehen Sie dazu, wenn wir uns einig sind oder auch diese Theorie nehmen, dass wir hier oder dass diese Block- und Altparteien eine Agenda verfolgen, die unser Land eigentlich nicht gut tut und eigentlich niedermachen möchte, dann ist es eigentlich viel zu spät, 2029. Das ist richtig, aber auf der anderen Seite, es entscheidet immer noch die Bevölkerung, das Volk als Souverän, wen sie dort wählt. Und wenn das Volk der Meinung ist, es muss halt noch irgendwo erst schlimmer kommen, bevor es besser wird, was ich nicht hoffe. Ne? Also natürlich, klar, ich möchte natürlich von heute auf morgen, müsste ich in der Lage sein, in dem Land die Regierungsgeschäfte zu übernehmen und auch unsere Agenda dann entsprechend umzusetzen. Wenn aber der Wählerwille noch ein anderes, den ist ja zu respektieren, dann müssen wir dementsprechend auch so lange noch uns gedulden, bis es soweit ist, dass es eben funktioniert. So einfach ist das in der Demokratie. Richtig. Herr Gallo, jetzt habe ich Sie aber. Wenn wir nach dem Wählerwillen entscheiden, hätten wir in Thüringen Herrn Höcke als Ministerpräsidenten und Thüringen könnte so ja sehen, ob sie aus diesem Geflecht rauskommen mit ihrer eigenen Verfassung, richtig? Warum wird der Wählerwille dort nicht an Nummer 1 gestellt? Weil die Gesetze so sind. Ich glaube ja daran, dass die Menschen in Deutschland, dass sie ja grundsätzlich alle gutwillig sind und leider Gottes eben auch gutgläubig sind. Und wenn sie natürlich von bestimmten Parteien an der Nase herumgeführt werden oder, um es mal auf Deutsch zu sagen, verarscht werden, dann ist das natürlich unredlich. Aber auch da müssen die Wähler dazulernen und müssen sehen, okay, ne, auch eine Partei wie die CDU vertritt eben nicht mehr das, was ich vielleicht als konservativer Wähler mir vorgestellt habe. Ich hatte das vorhin ja schon mal kurz erwähnt. Ne? Also vielleicht glauben tatsächlich immer noch viele Menschen, die CDU ist eine konservative Partei, vielleicht noch wie unter einst Adenauer, aber das ist sie eben lange nicht mehr. So, und bevor sich so eine Erkenntnis auch erstmal durchsetzt, bevor so ein Gedanke gereift ist, dauert es eine Zeit. Ich bin tatsächlich jemand, der sagt, alles braucht seine Zeit. Und ich glaube, wir als AfD sind auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg, letzten Endes, die Leute, die gemerkt haben, dass sie eigentlich verschaukelt werden, dann aufzusammeln. Aber das kannst du nicht von heute auf morgen tun. Das kannst du auch nicht mit viel Überzeugungsarbeit. Die Leute müssen selber auf den Trichter kommen. Und die Leute, die von selber auf den Trichter gekommen sind, das sind nachher unsere überzeugtesten Anhänger. Und wenn man sich mal anschaut, wie hoch unser Stammwähleranteil mittlerweile ist, das ist viel, viel, viel größer, als es bei anderen Parteien ist, die es schon seit Jahrzehnten gibt. Ja, so. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, das macht mich optimistisch. Okay. Zwei Aussagen zum Schluss von mir, bevor der Uwe vielleicht schon was hat. Gehen Sie mit den zwei Aussagen mit. Erstens, Bismarck hat irgendwann mal gesagt, wenn die Deutschen endlich zusammenhalten würden, würden sie selbst den Teufel aus der Hölle schlagen. Und die zweite Aussage, im Moment ist Deutsch ein Adjektiv. Wir sollten das wieder machen, dass es ein Subjekt wird oder ein Substantiv wird. Art 1, wir brauchen in der Außenpolitik endlich wieder ein Bismarck. Und Art 2, ja. Herr Gallo, vielen lieben Dank.